Ja, dann herzlich willkommen zum Vortrag zum MBS-Plugin. Mein Name ist Christian Schmitz und das MBS-Plugin gibt es seit 2006, also inzwischen 18 Jahre. Und immer noch finden wir Leute, die es noch nicht kennen. Inzwischen über 7.400 Funktionen, davon allein letztes Jahr 350 neu und dieses Jahr auch schon über 300 neue. Es gibt noch so viel, was man einbauen kann. Die Leute haben ja so viele Wünsche. Und wir haben 600 Beispieldatenbanken. Also wenn ihr mal eine Woche Urlaub habt, könnt ihr die ja mal durchschauen. Dann das MBS-Plugin kommt als eine Plugin-Datei. Das ist eine Entscheidung von vor 18 Jahren, eben nicht 20 Plugins zu bauen, sondern eben nur eins, damit das Installieren einfach ist. Und auch wenn die Datei inzwischen größer ist, es wird nur das geladen, was auch benutzt wird. Das Plugin ist dadurch natürlich sehr einfach zu installieren, zu aktualisieren, weil man sich ja nur um eine Datei kümmern muss. Das kann man installieren per Skript. Wir haben da Beispielskripte, wie man das automatisieren kann, damit man nicht auf jeden Arbeitsplatz das manuell installieren muss. Das Plugin läuft für viele FileMaker-Versionen. Technisch läuft es immer noch unter FileMaker 7 auf Windows, falls das noch jemand hat, bis zur aktuellen 21er-Version, also FileMaker 2024. Und die Unterstützung für 21.0 gibt es seit der 14.2, weil ich muss immer wieder so Kleinigkeiten ändern, weil in FileMaker sich ja auch Sachen ändern und das Plugin anpassen. Das Plugin ist programmiert in C, C++, Objective-C und ein Hauch Assembler. Also gemischt. Und wahrscheinlich kommt demnächst noch Swift dazu, weil halt neuere Apple-Sachen in Swift geschrieben sind. Das MBS-Plugin läuft unter FileMaker Pro auf Mac und Windows auf dem Server. Man kann es zum Beispiel verwenden, für Skripte auf dem Server auszuführen, ne, Perform-Skript und Server. Für Scheduled-Skripts in der Data API. Also wenn man ein Skript über die Data API triggert, kann das dann auch das MBS-Plugin verwenden. Web direkt und das Ganze unter macOS, Windows und Linux. Man kann auch das Plugin unter FileMaker iOS SDK benutzen, um es dann nativ auf einem iOS-Gerät lokal laufen zu lassen. Das läuft dann auf iPhone, iPad und die iOS SDK-App kann auch unter macOS laufen, wenn da so ein Apple M1 oder neuer Chip im Mac ist oder sogar auf der Vision Pro. Bei FileMaker Go kann man leider nur PerformScript und Server nehmen. Wer eine FileMaker Cloud verwendet, der kann natürlich auch eben auf einem gehosteten Rechner das Plugin installieren, nur nicht bei der Cloud von Claris selber. Da nicht. Und wir haben zum Beispiel auch ein Beispiel, was schön anzeigt, wie man Barcodes erzeugt. Und das Skript kann dann schauen, ob das Plugin lokal verfügbar ist oder eben, wenn nicht, es mit Perform Script on Server machen, damit man halt das auch unter FileMaker Go benutzen kann. Wir haben uns auch vor 18 Jahren entschieden, nur eine MBS-Funktion zu machen. Das hat den Vorteil, dass man eben nicht alle 7.000 Funktionen in den Berechnen-Dialog laden muss. Habe ich mal probiert. Dann dauert es halt 10 Minuten, bis der Dialog aufgeht. Das ist halt, dauert. Der erste Parameter ist der Funktionsname. Der kann natürlich aus einer Berechnung kommen, kann also sehr dynamisch programmiert werden, dass man also einen MBS-Aufruf macht und der erste Parameter mit dem Funktionsnamen ist schon eine Variable oder ein Feld, wo der drin steht. Dann könnt ihr auch Fehler prüfen. Dafür gibt es diese IsError-Funktion, die selber den Fehlerstatus ausliest, ihn aber nicht ändert. Fehlermeldungen kommen in der Regel als Textmeldung mit dem MBS-Präfix zurück. Da kann man natürlich auch drauf schauen, aber das IsError ist schon ein bisschen eleganter. Und ihr könnt das MBS-Plugin Fehler aufzeichnen lassen. Da gibt es die Clear-Error-Funktion, die also diese Fehlerliste löscht. Dann kann man am Ende vom Skript mit Head-Errors schauen, ob es Fehler gab und sich das Error-Log holen. Und das Error-Log ist dann ein JSON, was einem schön auflistet, welche Funktionsaufrufe mit welchen Parametern welche Fehler geliefert haben. Und in welchem Skript das war, sodass man also Fehler dann protokollieren kann.
Viele MBS-Funktionen haben Referenznummern. Auch ganz wichtiges Konzept. Zum Beispiel, man ruft JSON-Parse auf, übergibt ein großes JSON als Text, bekommt eine Nummer zurück und diese Nummer kann man dann bei weiteren JSON-Funktionen angeben. Das gibt es im Plugin, ich glaube inzwischen 80 Mal, dass man 80 verschiedene Typen von Nummern halt bekommen kann, die dann auf Objekte verweisen. Ja, immer freigeben am Ende, sonst ist irgendwann der Arbeitsspeicher voll. So, das nach 18 Jahren ist inzwischen der Großteil meiner Arbeit Wartung, das Plugin auf neue FileMaker-Versionen zu aktualisieren, neue Betriebssysteme, damit es einfach weiter funktioniert. Ab und zu geht was kaputt. Und ich teste natürlich auch immer mit der nächsten FileMaker-Version. Dann gibt es eine ARM-Version für Linux seit einiger Zeit. Das heißt, wir haben eine Plugin-Datei unter Linux für alle Ubuntu-Varianten. Also nicht wie bei anderen, wo man dann verschiedene Plugins für die verschiedenen Ubuntu-Versionen hat, sondern ich habe das so gebaut, dass es eine Version gibt für alle Ubuntu-Varianten. Aber es gibt halt ein Linux-Plugin für Intel-CPUs und eins für ARM-CPUs. Und das ist ein häufiger Support-Fall, dass Leute das verwechseln. Kann man aber einfach schauen, im Terminal kann man mit dem File-Befehl in das Plugin hineinschauen, in die Plugin-Datei, und dann gibt einem das System aus, was für ein CPU-Typ die Bibliothek hat. Bibliotheken sind im Plugin ja auch viele drin und die aktualisiere ich auch regelmäßig. Also muss man schon schauen, dass man da immer auf dem neuesten Stand bleibt, damit man nicht irgendeine SSL-Sicherheitslücke mit reinbekommt oder sonst irgendein Bug. Und es kommen natürlich laufend neue Funktionen dabei. So, dann kommen wir mal zu ein paar Funktionen, zum Beispiel rund um PDF mit der DynaPDF-Bibliothek. Die hat nämlich vor einiger Zeit gelernt, PDF-A in der Version 4 auszugeben oder PDF-UA1, das ist Universal Access. Das sind bestimmte PDF-Varianten. Wenn der Kunde das haben möchte und ihr das umsetzen sollt, könnt ihr das mit dem Plugin machen. Dann könnt ihr einer PDF-Seite eine JavaScript-Aktion hinzufügen. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Button mit einem JavaScript verknüpfen und wenn man den Button dann drückt, dann läuft dieses JavaScript im Acrobat Reader und kann zum Beispiel irgendeine Aktion machen. Wir hatten da mal so ein Beispiel, das in einem PDF mit mehreren Eingabefeldern dann unten eine Summe berechnet. Dann können wir PDF-Anhänge wir können an einen PDF-Anhänger dranhängen und die können wir auch mit einer Gehezu-Aktion verbinden, sodass man einen PDF haben kann, wo man dann mit einem Knopfdruck auf einen Button zu einem anderen PDF springt, was in dem ersten PDF mit drin gespeichert ist. Dann kann man Formulare haben in einem PDF und da gibt es die Möglichkeit, Abschicken oder Zurücksetzen Knöpfe in das Formular mit einzubauen, die dann auch funktionieren. Das heißt, die Felder werden dann entweder geleert oder beim Abschicken wird das Ganze an einen Server übertragen. Also der Kunde kann das PDF ausfüllen, kann auf Abschicken drücken und der Acrobat Reader lädt das PDF mit den Antworten dann an den Server hoch. Und da habe ich auch ein Beispiel PHP-Skript, um das entgegenzunehmen. Dann haben wir Code, um Text mit Stil aus FileMaker nach DynaPDF zu übersetzen, mit der White-Style-Text-Funktion. Und da sind im Laufe der Zeit einiges an zusätzlichen Stilen hinzugekommen, sodass man das viel besser benutzen kann inzwischen. So, dann haben wir den Parser im DynaPDF. Der erlaubt uns, Text von einer PDF-Seite zu extrahieren. Und dann kann ich den Text in einem Feld speichern und kann das zum Beispiel für die Suche verwenden, damit man den Datensatz mit dem PDF finden kann. Dann kann ich suchen und ersetzen im PDF. Wir haben also einige Kunden, die haben halt fertige PDFs als Vorlage, die laden sie und ersetzen dann irgendwelche Platzhalter durch die eigentlichen Werte. Dann kann ich nach Text suchen und die Koordinaten abfragen. Hatte ich auch schon gehabt, dass wir also einen Text gesucht haben und haben dann daneben auf die PDF-Seite etwas gezeichnet oder weiteren Text dazu geschrieben. Ich kann auch Text in einem Rechteck löschen.
Das kennt ihr vielleicht von einigen PDF-Editoren, dass man da Text unkenntlich machen kann, der dann auch wirklich aus der PDF-Seite entfernt wird. Ob ihr dann noch ein schwarzes oder weißes Rechteck drüber zeichnet, das ist euch überlassen, aber wir können den Text entfernen. Und wenn ihr neuen Text ausgibt beim Ersetzen, könnt ihr eine alternative Schrift wählen, weil die Schrift, die für den Originaltext vielleicht verwendet wurde, ist ja nicht komplett im PDF eingebettet, das heißt, da fehlen vielleicht Zeichen. Dann gibt es einige Funktionen und Beispiele zum Thema Zugpferd oder halt Faktor X. Wir haben ein Beispiel dabei, um das XML aus dem PDF zu extrahieren. Dann haben wir noch jede Menge XML-Funktionen und es gibt auch ein Beispiel, das dann dieses XML nimmt und daraus Felder in einer Tabelle befüllt. Genauso kann man Rechnungen verschicken. Und da haben wir halt die Funktion drin, um ein PDF nach PDFA zu konvertieren und ein XML als Anhang mit einzufügen. Die Beispiele kommen beim Plugin mit. Da würde ich sogar empfehlen, die Version von gestern runterzuladen. Da sind die neueren Beispiele dabei. Aber die Beispiele sind halt noch, wie soll man sagen, Work in Progress. Also die werden noch weiterentwickelt, weil der Zugpferdstandard sich ja auch weiterentwickelt. Dann habe ich für einen Kunden mal ein schönes Beispiel gebaut, wo eine PDF-Seite komplett in FileMaker zusammengebaut wird. Wir haben einen langen Text mit Stilinformationen, den wir für Dyna PDF übersetzen. Und dann haben wir auf dieser PDF-Seite hier mehrere Rechtecke, die mit Text befüllt werden. Wenn ein Rechteck voll ist, wird eine kleine Berechnung aufgerufen, also FileMaker-Berechnungscode, der dann entscheidet, wo es weitergeht auf der Seite. Dann werden also diese ganzen Boxen nach und nach gefüllt. Es wird noch zwei Bilder platziert, die bekommen sogar noch abgerundete Ecken. Und wir haben noch den ersten Buchstaben vom ersten Block, haben wir sogar noch hervorgehoben, dass der groß ist. Somit kann man also mit Dyna PDF auch durchaus komplette Layouts generieren, ganz automatisch. Dann gibt es Overlay-Fenster. Das ist ein benutzerdefiniertes Fenster ohne FileMaker, halt komplett vom Plugin erstellt, ohne irgendwelche Steuerelemente, also da ist kein X oder so auf dem Fenster und man kann den Inhalt komplett selber definieren. Das Ganze kann Transparenzeffekte haben, sodass man das wunderbar halt wie hier für das Logo benutzen kann und das sieht dann sogar rund aus. Es gibt Script-Trigger für, wenn die Maus den Bereich von dem Fenster betritt oder verlässt. Und ein Script-Trigger natürlich für Mausklicks, sodass man auch auf Mausklicks reagieren kann. Sie können das positionieren anhand von Steuerelementen auf dem FileMaker-Layout oder halt global irgendwo am Bildschirm mit den Koordinaten. Das ist sehr schön, wenn man halt beim Start der Lösung einen kleinen Splash-Screen zeigen möchte, wo halt irgendwie das Logo von der Firma steht und ein paar Informationen, so wie ihr das vielleicht bei diversen kommerziellen Programmen schon gesehen habt. Man kann auch schön bei Tutorials oder Navigationshilfen, also man kann schön Navigationshilfen bauen, wo man dann zum Beispiel mit einem kleinen Pfeil an den Button hervorhebt, dass der Benutzer da jetzt als nächstes klicken soll. Oder halt irgendwelche Führungslinien oder Hilfe, die halt kontextbezogen irgendwo angezeigt wird. Und das Overlay-Fenster kann auch als Ziel für Drag und Drop dienen. Dass man also Benutzer sagen kann, hier kannst du Bilder oder Anhänge draufziehen und wir importieren die dann nach FileMaker. Dann gibt es zahlreiche Funktionen zum Webviewer. Da ist insbesondere erstmal interessant, JavaScript ausführen. Und zwar nicht wie bei FileMaker, dass man was aufruft und dann kriegt man irgendwann einen Script-Trigger, sondern man kann mit Evaluate direkt etwas ausführen und bekommt direkt das Ergebnis ohne Warten zurück. Wir haben diverse Befehle zum Drucken von PDFs auf Mac und Windows. Man kann also ein PDF aus dem Inhalt eines Webviewers erstellen. Ja, man könnte ja zum Beispiel eine Rechnung machen, indem man ein HTML lädt mit der Rechnung und dann als PDF speichern. Da gibt es zahlreiche Druckparameter, zum Beispiel die Papiergröße oder ob es zweiseitig nachher gedruckt werden soll. Dann kann man ein Bild rendern von dem Webviewer, also wenn man eine Grafik braucht und hat das als HTML und JavaScript gebaut. Man kann Formularfelder ausfüllen. Wenn man zum Beispiel eine Webseite aufruft, wo Formularfelder drauf sind, kann man die automatisch ausfüllen und den Absenden-Button drücken, sodass man also das nicht manuell machen muss.
Dann gibt es die Möglichkeit, Downloads auf dem Mac zu überwachen. Das heißt, wenn der Benutzer einen Link anklickt im Webviewer, der einen Download auslöst, dann kann man das mit dem Plugin abfangen und diese Datei eben bekommen, die darunter geladen wird. Das ist halt alles sehr schön, wenn man halt eine Webseite skripten möchte, die vielleicht keine API anbietet. Zum Beispiel habe ich da Leute, die gehen zum Beispiel immer dann auf ein Immobilienportal, wird automatisch in das Suchfeld halt die Adresse angegeben von dem Grundstück, was gerade geguckt wird in FileMaker, und dann sucht er das im Immobilienportal und zeigt zum Beispiel, was weiß ich, die Bewertung an oder so. Oder halt mit dem Download, dass man automatisch auf eine bestimmte Webseite geht, wo man jeden Monat einen Bericht abholen muss, und dann triggert man halt den Download per JavaScript und dann kann man ihn mit dem Plugin eben auch annehmen und dann zum Beispiel irgendeine Auswertung immer automatisch runterladen. Mit dem Plugin kann man auch Cookies abfragen, was auch ganz nützlich ist, weil wenn man sich beim Webviewer eingeloggt hat, kann man den Cookie abfragen und dann bei Curl-Aufrufen den Cookie mitverwenden, damit man dann mit derselben Authentifikation etwas von der Webseite laden kann. JSON-Funktion. Ich habe inzwischen über 90 JSON-Funktionen, und JSON-Funktionen haben wir ja schon gehabt, bevor FileMaker überhaupt JSON-Funktionen hatte. Und das Plugin hat die hauptsächlich mit dem Schwerpunkt auf Geschwindigkeit. Das heißt, die meisten Leute benutzen natürlich die JSON-Funktion in FileMaker für allerlei kleinere Sachen. Aber wenn man dann wirklich mal ein JSON bearbeiten muss mit 10.000 Datensätzen, dann nimmt man vielleicht doch lieber das Plugin. Dann hätten wir noch Funktionen, um vom JSON nach XML zu übersetzen oder vom XML nach JSON. Kann auch ganz nützlich sein. Oder vom JSON ein Array in eine Quicklist. Also wenn man zum Beispiel ein JSON hat, eben mit 10.000 Einträgen als Array, dann kann man daraus eine Quicklist machen und kann dann eine Schleife bauen, die über die einzelnen Einträge geht, die ändert und nachher wieder sagen, mach mir aus der Liste wieder ein JSON zurück. Dann haben wir Suchfunktionen über James Parse oder JSON Parse Queries, und mit dem Query kann man auch noch ein Replace machen. Hier mal ein Beispiel. Suche alle Datensätze in dem People-Eintrag, wo das Feld Age über 26 ist, gib mir dann Name und City zurück. Da kann man dann noch die Bezeichnungen im JSON ändern. Also hier werden von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben übersetzt und das Ganze dann noch sortieren lassen. Also man kann da sehr ausführliche Anfragen an ein JSON stellen, so ähnlich wie ein XML-Query. Dann hätten wir noch Diff- und Patch-Funktionen. Man kann also sich den Unterschied zwischen zwei JSONs ausgeben lassen. Und wenn man dann diese Differenz hat, kann man die natürlich auch wieder auf ein JSON anwenden, um das dann zu patchen. Dann gibt es noch ein JSON-Merge, um zwei JSONs, also wenn man jetzt, sagen wir mal, mehrere Datensätze hat, kann man die dann zusammen mergen, um dann ein großes JSON zu bauen. Wenn die beide Seiten gleich wären, würde er ja gar nichts machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel in beiden JSONs ein Objekt ist mit derselben ID, ein ID-Feld, aber hat, sagen wir mal, ein anderes Feld geändert, dann würde der das merken und könnte das übertragen, die Änderung. Also das ist dann die Idee, ich habe das JSON vom alten Zustand, ich habe jetzt einen JSON von einigen geänderten Datensätzen oder neuen Datensätzen und dann kann ich das übernehmen. Diese ganzen JSON-Funktionen sind halt sehr nützlich für so Web-Services, da bekommt man viel JSON oder muss viel JSON liefern. Ja, und wenn man dann schon JSON hat, dann möchte man auch vielleicht direkt Datensätze einfügen, löschen oder ändern mit dem Plugin. Und da gibt es dann JSON Insert Record zum Beispiel, um direkt einen Datensatz mit einem JSON zu befüllen. Das Plugin geht dann durch die Liste der Felder in dem JSON und füllt halt die entsprechenden Felder in FileMaker mit demselben Namen. Dann gibt es Update Record, wo ich halt einen JSON geben kann, wo der Primary Key dabei steht. Und dann kann das Plugin halt den Datensatz aktualisieren. Dann gibt es noch hilfreich ein Insert oder Update. Das ist ganz nett, wenn man nicht sicher ist, ob man den Datensatz schon hat oder nicht. Dann kann das Plugin halt schauen, ob es den schon gibt. Und das Insert machen, wenn es ja noch nicht gibt. Oder halt ein Update, wenn sich was geändert hat. Und es gibt auch noch Delete, damit man auch was löschen kann. So, Curl-Funktionen haben wir auch jede Menge für Up- und Downloads, FTP, E-Mail verschicken oder empfangen. Und da ist halt ganz interessant das Übertragen im Hintergrund. Na, ihr kennt das ja, Insert vom URL in FileMaker, da muss man immer warten. Beim Plugin kann man das auch im Hintergrund machen. Das habe ich zum Beispiel mit einigen Beispielen.
wenn man zum Beispiel dieses On-Window-Transaction benutzt, dass man dann also Audit-Logs erstellt, dann kann man mit dem Plugin im Hintergrund die zu einem anderen Server übertragen. Bei den Hintergrundübertragungen gibt es jetzt separate Trigger für fehlgeschlagen oder Erfolg. Das heißt, man kann sagen, wenn dieser Transfer im Hintergrund fertig ist und er war erfolgreich, dann läuft das eine Skript. Ansonsten, wenn er nicht erfolgreich war, läuft das andere Skript. Dann gibt es noch eine Funktion zum Parsen von relativen URLs. Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, man hat eine Webseite, wo man die Bilder runterladen möchte, dann hat man halt die URL von der Webseite und man hat die relativen URLs von den Bildern und dann berechnet diese Funktion einem die URL für das Bild als absolute URL. Dann gibt es noch WebSocket-Funktionen bei Curl. Wenn ihr also einen Server mit WebSocket ansprechen müsst, könnt ihr das machen mit dem Plugin. Und genauso habe ich auch noch Funktionen für MQTT. Wenn ihr also eine Message Queue an einem Server halt ansprechen müsst und müsst da vielleicht was senden oder empfangen, dann könnt ihr das mit dem Plugin auch machen. Dann hätten wir noch Fidgets. Fidgets sind so kleine Geräte, die per USB oder Bluetooth verbunden werden. Und da gibt es jede Menge Sensoren. Wir hatten das mal auf einer anderen Konferenz mitgebracht. Ja, wenn ihr irgendein Projekt machen müsst, wo ihr vielleicht Feuchtigkeit messen müsst oder Schall oder Temperatur oder einen Drucksensor braucht, wo der Benutzer draufdrückt, dann kann man das gut machen. Es gibt die analoge oder digitale Ein- und Ausgänge, sodass man da verschiedenste Geräte anschließen kann. Man kann auch Motoren steuern. Also man kann sich da von mir aus eine kleine Wetterstation zusammenbauen oder die Garage steuern vom Rechner, wie man das möchte. Gibt es für Mac und Windows und diese Fidgets-Firma bietet halt über 100 verschiedene Geräte an, die man da anschließen kann und die kann man dann mit dem Plugin steuern. Dann haben wir zahlreiche Funktionen zum MongoDB. Das ist ja die Datenbank, die Claris für Claris Studio benutzt im Hintergrund. Und MongoDB hat ja einige schöne Vorzüge, wie zum Beispiel eingebaute Versionierung oder ein Abgleich zwischen mehreren Servern, die auf der Welt verteilt sind, damit der eine Server auch als Backup für den anderen dienen kann. Mit dem Plugin könnt ihr natürlich Datensätze abfragen, einfügen oder aktualisieren. Es gibt einige neuere Funktionen in diesem Jahr, wie zum Beispiel das Übersetzen von Containern zu Binärdaten, sodass das MongoDB das speichern kann. Oder Funktionen zur Zeit zu konvertieren, also Zeitstempel von der Notation, wie sie MongoDB macht, zu FileMaker oder zurück. Dann haben wir Funktionen für die verschlüsselten Verbindungen, dass man also einstellen kann, welches Zertifikat benutzt werden soll oder sonstige halt Einstellungen zu der Verschlüsselung. Es gibt zahlreiche Logging-Sachen, dass man also mitschreiben kann am Client, was er alles macht, sodass man halt Fehler besser suchen kann. Dann haben wir die Funktionen rund um Excel-Dokumente mit libxl, einer zusätzlichen Bibliothek, die man auch zusätzlich kaufen muss. Kann man halt Excel-Dokumente lesen und schreiben über das MBS-Plugin. Und neu ist halt Formularsteuerung. Also in Excel kann man auch Knöpfe haben, Listen, Pop-up-Menüs und die möchte man vielleicht ein bisschen konfigurieren. Man kann Texte mit Formatierungen nach Excel übertragen oder zurück, sodass man also auch den Text, den der Benutzer in FileMaker eingeben hat, genauso wieder nach Excel bekommen kann. Dann habe ich Funktionen, um zum Beispiel eine SQL-Abfrage in FileMaker zu machen, das Ganze in eine Matrix zu laden und die dann wieder in eine Excel-Tabelle auszugeben, damit man also mit drei Zeilen mal eben Tausende von Datensätzen ins Excel-Dokument überträgt. Es gibt auch jetzt bedingte Formatierung für Excel-Dokumente. Das heißt, man kann Regeln festlegen, die dann zum Beispiel bestimmte Stilelemente anwenden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die libxl-Lizenz könnt ihr bei uns auf der Webseite mit erwerben, wenn ihr das benutzen möchtet. Ihr könnt das alles natürlich ausprobieren ohne Lizenz. Dann gibt es Funktionen für PDF unter Windows. Microsoft liefert ja seit Windows 10 einige Funktionen mit und die können wir halt auch im Plugin benutzen. Dazu gehört es, dass man ein PDF laden kann, kann abfragen, welche Seitenanzahl da drin ist oder wie groß die Seiten sind und dann können wir die Seiten
rendern, sodass man eben eine Vorschau anzeigen kann zu einem PDF-Dokument unter Windows, ohne dass man jetzt Dyna-PDF bräuchte. Dasselbe haben wir auch mit PDF-Kit für Mac und iOS oder eben Dyna-PDF für Cross-Plattform-Sachen. Und bei Windows haben wir auch noch eine PDF-Vorschau-Komponente, also ein Vorschau-Steuerelement, was man sogar unter Mac und Windows benutzen kann inzwischen. Und das habe ich eigentlich gebaut, damit man PDFs unter Windows anzeigen kann. Und zwar ohne, dass der Benutzer einen Speichernknopf bekommt, ohne, dass man einen Webviewer dafür bemühen muss, wo vielleicht kein Plugin installiert ist, oder dass man Adobe Reader braucht, weil das benutzt einfach nur die Komponente, die Microsoft selber mitliefert mit dem Windows. Beim Mac benutzt das auch die Preview-Schnittstelle, die der Mac hat, kann also auch PDFs anzeigen, aber auch andere Dokumente wie Word- oder Excel-Dateien. Dann gibt es noch Listendialoge. Auch eine recht beliebte Funktion im MBS-Plugin, wo man einen Auswahldialog anzeigen kann mit Einträgen. Und da gibt es jetzt neu Checkboxen, sodass man also dem Benutzer eine Liste anzeigen kann und er kann dann Häkchen setzen für die Einträge, die er haben möchte. Alle anwählen oder abwählen, könnte man mal einbauen. Muss ich mich halt wieder mal auseinandersetzen. Auf Mac ist das ja ziemlich leicht, sowas zu programmieren, aber Windows muss ich ja immer die Aufrufe suchen bei Microsoft. Der Listdialog kann auch mehrere Spalten haben und es gibt ein Filterfeld oben drüber, wo man einfach tippen kann und da kann man auch mehrere Sachen eintippen, die dann alle gesucht werden, dass die alle in der Zeile vorkommen und dann wird nur die Zeile angezeigt. Python. Python ist ja eine aufstrebende Programmiersprache, die es aber auch schon ziemlich lang gibt. Man kann mit dem MBS-Plugin eine vorhandene Python-Bibliothek laden. Das heißt, man muss es erst irgendwie installiert haben. Da gibt es ja fertige Installer auf der Python-Webseite. Und dann kann das Plugin eine Python-Installation laden. Man kann mehrere Python-Umgebungen gleichzeitig im Speicher haben mit dem Plugin, die alle ihre eigenen Variablen haben. Dann kann man natürlich Skripte ausführen oder Ausdrücke berechnen. Also wenn man irgendein ein bisschen Python-Code hat, den man vielleicht in FileMaker einbinden möchte, kann man das wunderbar machen. Man kann die globalen Variablen von Python setzen, abfragen, löschen, sodass man große Datenmengen direkt übertragen kann, weil man kann ja dann zum Beispiel ein großes JSON oder XML direkt als Block in eine globale Variable bei Python reinschreiben und muss es dann nicht mit dem Python-Code übergeben. Das Python kann auch das Evaluate und Execute SQL von FileMaker aus wieder aufrufen. Das muss man aber erst ausdrücklich erlauben, indem man das dem Plugin sagt. Dann gibt es hier noch eine schöne Anwendung für Fortschrittsbalken mit Graphics Magic zu zeichnen. Der Kunde, der das haben wollte, hat explizit gefragt, er hätte gern Fortschrittsbalken, die in einem Portal funktionieren. Das ist ja ein bisschen schwierig, weil man kann in einem Portal keinen Webviewer benutzen für die einzelnen Einträge. Ich habe dann halt ein Skript geschrieben, wo da halt mit dem Plugin diese Balken gezeichnet werden und zwar je nachdem, was da als Prozentwert eingetragen ist. Und das gibt es in zwei Varianten, einmal mit Skript und einmal als Berechnung. Man kann also ein berechnetes Feld haben, was diesen Container ausgibt. Und weil das ein berechnetes Feld ist, klappt das auch unter WebDirect. Und wenn man das mit dem Skript nimmt, kann man das auch, also man kann ja ein Skript nehmen, was als Trigger auf dieses Eingabefeld sitzt und dann eben läuft, um das Feld zu aktualisieren. Das kann man auch von FileMaker Go aus mit PerformScript und Server ausführen. Schaut es euch mal an. Dann gibt es die Tidy-Bibliothek. Tidy ist eine Open-Source-Bibliothek zum Aufräumen von XML oder HTML. Ich habe da zum Beispiel eine XML-Tidy-Funktion, mit der kann man ein XML, was vielleicht ein paar Syntaxfehler hat, reparieren. Dann kann man natürlich auch HTML wunderbar aufräumen. Also ein HTML, was der Benutzer vielleicht irgendwie erstellt hat, ein bisschen aufräumen, dass man das syntaktisch korrekt hat. Und wenn man schon HTML parsen, gibt es auch eine HTML nach JSON-Funktion. Das ermöglicht einem halt ein JSON zu bekommen und das JSON halt durchzuarbeiten, wo dann standardisiert alle HTML-Tags vorkommen. Und da hilft einem natürlich das JSON-Query wunderbar, um dann in diesem JSON zu suchen.
Dann haben wir Statistikfunktionen. Leute möchten gern wissen, wie groß ist denn meine Tabelle? Wie groß ist dein Feld in einer Tabelle? Oder eben ein Datensatz. Und das MBS-Plugin gibt einem dann ein JSON mit ein paar Statistiksachen aus, zählt zusammen, wie viel alle Texte zusammen sind oder wie viel alle Container zusammen sind. Da kann man also wunderbar rausfinden, wie viele Datumsfelder habe ich, wie viele leere Felder habe ich, wie viele JPEGs sind in den Containern drin, wie viel Platz belegen die. Kann man da alles schön abfragen. Ja, die Sache ist halt die, wenn der Container intern, also für das Plugin ist der Container entweder intern oder extern. Ja. Extern wäre, dass wir einen Dateipfad von FileMaker bekommen und dann zählen wir das als einen externen Container. Ja. Wenn wir aber von FileMaker den Container einfach lesen können, dann ist es für das Plugin ein interner Container. Der kann aber trotzdem extern gespeichert sein, weil FileMaker den zum Beispiel verschlüsselt extern speichert. Ja, das ist also der kleine Unterschied, ist das jetzt ein Container, wo nur ein Pfad drin steht oder wo halt wir, wenn wir das ansprechen, direkt die Daten bekommen und FileMaker dann transparent das einliest. So, Größe aller Container und Länge aller Texte und dann kann man auch eine Gesamtgröße der Tabelle angeben, wobei das Plugin eben nicht die Indizes abfragen kann. So, dann hätte man das Thema Drucken unter iOS. Wer mit dem FileMaker iOS SDK eine App macht, die unter iOS läuft, möchte vielleicht ab und zu auch drucken, kann mit dem Plugin einen Dialog anzeigen, um einen Drucker auszuwählen und kann dann auch direkt ein PDF drucken, mit oder ohne Dialog. Und das ist halt vielleicht ganz nützlich mal für ein Kassensystem. Na, ihr erstellt mit FileMaker automatisch das PDF und wollt es dann im Hintergrund zum nächsten Drucker schicken. Und das Ganze kann unter iOS laufen. Dann hätten wir noch ein paar kleinere Sachen. Zum Beispiel habe ich die Unterstützung für WebP als Dateiformat von Bildern eingebaut. Das brauchen einige Leute so für ihre Webseite, damit sie dann diese Bilder eben hochladen können. Dann gibt es für macOS und iOS einen Fotopicker, mit dem man so ein kleines Fenster anzeigen kann, wo der Benutzer dann aus seiner Fotobibliothek Bilder freigeben kann für FileMaker. Die bekommt man dann eben als Bild zum Importieren, ohne dass man eben Zugriff auf die gesamte Fotodatenbank bekommt. Dann kann man bei Cloud-Diensten wie iCloud den Status einer Datei abfragen. Das geht auch mit Dropbox, weil die sich da auch dranhängen und wahrscheinlich auch mit Google Drive. Das heißt, man kann also abfragen, ob die Datei, die man da sieht, ob die runtergeladen ist oder ob die erst noch geladen werden müsste. Und diesen Download kann man natürlich auch starten oder man kann die lokale Kopie löschen. Dann hätten wir noch ein paar Funktionen, um XML, eine Matrix oder JSON nach HTML zu übersetzen, damit man die in einem Webview anzeigen kann. Das ist manchmal ganz schön zum Debuggen, wenn man dann einfach ein XML mal visualisiert. Dann gibt es eine Identify-Data-Funktion. Die habe ich auch für einen Kunden gebaut. Der möchte einfach wissen, wenn er Daten bekommt, was ist das? Und dann sagt einem, dann schaut sich die Funktion, schaut sich den Inhalt der Daten an und gibt dann aus, das ist ein JPEG, ein PNG, das ist ein ausführbares Programm oder ein PDF. Und dann kann man also die Daten identifizieren, ohne dass man einen Dateinamen hat. Dann gibt es auch bei den List-Funktionen noch eine Shuffle-Funktion, um die Liste halt durcheinander zu würfeln und eine zufällige Reihenfolge zu erstellen. Ja, dann hätte ich auch noch Erweiterungen für den Script-Workspace. Da gibt es eine Liste von 40 Sachen, die das MBS-Plugin macht. Die kann man gerne mal durchlesen und vor allem mal nach den Shortcuts gucken, weil da gibt es ja jede Menge Tastenkombinationen, die man lernen kann, um da Sachen halt schneller zu machen vielleicht. Neuere Dinge. Es gibt Kommentarlinks mit Goto oder Script. Das heißt, man kann in ein FileMaker-Kommentar hinschreiben, Goto und dann eine Zeilennummer und dann kann man da draufklicken später und dann hüpft er zu der Zeilennummer. Wenn man also in einem Skript von oben nach unten Verweise machen möchte oder man kann zu einem anderen Skript verweisen und man kann dann eben auch draufklicken und hüpft dann zu dem anderen Skript. Wenn man im Debugger eine Variable hat oder ein Feldname im Skript, kann man mit der Maus hier drüber gehen. Das Plugin zeigt einem ja an, was in der Variable steht unter dem Feld.
Und wenn man Rechtsklick macht, kommt das Kontextmenü und da kann man dann den Inhalt auch kopieren. Ja, also direkt den Inhalt der Variable kopieren, ohne die Variable erst im Data Viewer suchen zu müssen. Ja, also im Script-Debugger, wenn er läuft, mit der Maus auf die Variable, dann kurz eine Sekunde warten, kommt der Tooltip und zeigt einem halt an, was in der Variable drinsteht. Und dann halt Rechtsklick, Kontextmenü und da gibt es dann Copy-Inhalt oder Copy-Variable oder was. Ja, nur für Mac. Ja, nachher kommen noch ein paar für Windows. So, beim Mac haben wir ja auch noch diesen Variablen-Check, dass wir also mit Rot groß darauf hinweisen, dass eine Variable nicht angemeldet oder deklariert wurde. Also man kann Variablen per Kommentar deklarieren und das kann man jetzt auch bei Let Statements machen, dass man also vor dem Let Statement noch einen Kommentar schreibt und schreibt dann dem Plugin hin, welche Variablen da definiert werden, damit das Plugin das halt lernt, wenn es die Zeile liest. Leider können wir die Let Statements nicht parsen, weil FileMaker mir nicht das ganze Statement gibt und eben nicht die Zeilenumbrüche. Ich weiß also nie, wo ein Kommentar aufhört. So, dann gibt es fürs Beziehungsdiagramm Hotkeys. Das heißt, da kann man jetzt auch Befehl F drücken zum Finden. Und das ist ja ganz nützlich. Dann gibt es auch etwas für Windows. Erstens gibt es für Beziehungen ein Suchfeld. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Das kann man auch mit Ctrl F anspringen und dann mit Ctrl G weitersuchen. Dann gibt es eine Datenbank, die hilft einem, in einem Skript zu suchen. Das heißt, diese Datenbank registriert einen Hotkey, irgend sowas wie Ctrl F8 oder so. Und dann ist man im Skripteditor und drückt Ctrl F8, dann kopiert er einem das aktuelle Skript, geht in die andere Datenbank, zeigt einem die Skriptschritte an, man kann suchen und dann zeigt er an, welche Zeilennummer halt den Text enthält. Und dann gibt es noch eine recht nützliche Schnipseldatenbank, also Snippet Database, wo man halt Skriptschritte, die man häufig braucht, kopieren kann, kann in die Datenbank einfügen und dann kann diese Datenbank einem einen Hotkey definieren, dass man dann auch unter Windows im Script Workspace diesen Hotkey drücken kann. Es geht ein Fenster auf, man kann auswählen, welchen Snippet man haben möchte und dann kann man den einfügen. Wer also so eine kleine Datenbank pflegen möchte mit den häufigsten Skriptschritten, die man zusammen benutzt, kann das halt machen. Bei Mac können wir es ins Kontextmenü direkt einfügen. Ja, das ist halt ganz nützlich, wenn man halt, sagen wir mal, eine Schleife braucht und macht dann einmal einfügen, eine Schleife und dann bekommt man halt so 10 Zeilen, wie man halt üblicherweise eine Schleife baut. Dann gibt es einen Formatknopf für Formatierungen. Wenn man also hier so eine Berechnung hat, die halt sehr kompakt geschrieben ist, kann man diesen Formatknopf rechts unten drücken, der hat das geschwungene F da. Und dann wird das halt formatiert, so mit Umbruch und Platz zwischen den Parametern. Hilft vielleicht dem einen oder anderen, seine Berechnung etwas lesbarer zu speichern. Nein, das ist nur für Mac. So, dann habe ich die Sachen im Plugin übersetzt in verschiedene Sprachen. Ihr seht also inzwischen, dass der Voreinstellungsdialog auf Deutsch ist. Und noch natürlich alle 12 Sprachen. Die FileMaker kann, gibt es dann auch im Plugin. So, dann bin ich am Überlegen, ob ich die Saxon-Bibliothek mal ins Plugin einbaue. Das ist eine kommerzielle XML-Bibliothek. Die kann ein paar schöne Sachen wie XLST 2 oder 3, XPath 3 und XQuery 3. FileMaker selber kann ja nur die 1er-Version, auch mein normales Plugin kann nur die 1er-Version. Wenn man halt diese besseren Varianten haben möchte, muss man diese kommerzielle Bibliothek leider lizenzieren. Die kann auch einiges an Schemafunktionen. Hat noch ein paar erweiterte XLST-Sachen, die nicht im Standard sind. Und wer da Interesse hat, der kann sich mal gern bei mir melden. Ich mache da eine Liste und schau mal, ob es genug Interessenten gibt, dass sich das lohnt, weil das kostet halt, diese ist ja eine kommerzielle Library, die ich dann lizenzieren müsste und müsste dann halt das Geld einsammeln, damit das sich lohnt zu machen. Also die Saxon-Bibliothek kostet zwischen 2.500 und 25.000 Euro pro Jahr. Und ich würde dann halt schauen, wenn ich da genügend Leute habe, dass das vielleicht auf 100 oder 200 Euro im Jahr, ne, runterkommt, würde ich mir so vorstellen.
dass man das eben verteilt auf viele. Das ist die Idee. Und wenn da einer Interesse hat an diesen zusätzlichen XML-Funktionen, bitte melden. Dann gibt es noch ein paar Ressourcen. Wir haben eine Webseite. Wir haben sogar Dokumentation, einen Blog. Es gibt Videos. Und auf der Webseite kann man Newsletter-Anmeldung oder eine Testlizenz bekommen. So, dann FM Training TV. Schaut euch mal ein paar Livestreams an. Ich war inzwischen auf über 60 Livestreams, wo ich über das MBS-Plugin erzählt habe, wo wir live programmiert haben, wo ich Fragen von Leuten beantwortet habe. Ist immer wieder interessant, gibt sehr viele Themen und alle paar Wochen gibt es da neue Videos und wer will, kann natürlich auch live zugucken, es ist aber halt abends um 10, weil es halt Mittag amerikanischer Zeit ist. YouTube, Twitch und Discord. Also bei YouTube kann man das wunderbar live gucken. So, dann dank den Sponsoren, die diese Konferenz möglich machen. Dann hätten wir jetzt noch was Zeit für ein paar Fragen. Und noch welche sind, ja? Ach so, ja, also FileMaker benutzt das die normale Zwischenablage und die Zwischenablage hat immer einen Typ und einen Inhalt. So, man kann mit dem Plugin zum Beispiel abfragen, welche Typen in einer Zwischenablage im Moment sind. Zum Beispiel, wenn ich in Pages ein Bild oder irgendwas kopiere, dann kriege ich da einen Text, einen Unicode-Text, einen Text mit Stil, vielleicht sogar noch ein Bild als Vorschau in die Zwischenablage. Und das kann ich alles mit dem Plugin abfragen, indem ich dann eben angebe, welchen Typ ich haben möchte in der Zwischenablage. Es gibt beim MBS-Plugin eine Funktion getFileMakerData, clipboard.getFileMakerData. Damit kann man dann auch diese FileMaker-Daten auslesen. Ja, und das ist zum Beispiel diese Snippets-Datenbank, die ich vorhin für Windows empfohlen habe, die übrigens auch auf Mac geht. Die hat also einen Knopf, ne, FileMaker Zwischenablage auslesen, was nichts anderes macht als dieses GetFileMakerData aufrufen mit irgendwie Autotyp, damit das Plugin eben schaut, welche von den zahlreichen XML-Typen, die FileMaker definiert, ist denn gerade in der Zwischenablage und holt den Text dafür. Ist das Mac oder Windows? Oh, on Mac. Das würde wahrscheinlich auf AppleScript rauslaufen und das dann dem Safari zu sagen, hier Fenster, das vorderste Fenster ändern auf die Größe und dann FileMaker das Fenster ändern auf die andere Größe. Ich würde da mal empfehlen, in AppleScript reinzuschauen, ob man Safari steuern kann und die Fenstergröße setzen kann. Sonst noch eine Frage? Man kann wenn man Dateien in der iCloud liegen hat und hat die lokal auch im Ordner, dann kann man mit dem Plugin den Status dieser iCloud-Datei abfragen. Also ist die jetzt runtergeladen oder nicht? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Ordner, der in meinem iCloud-Ordner liegt. So, der kann ja einen Zustand haben, dass er entweder runtergeladen ist oder dass es eben nur in der Wolke liegt. Dann haben die Dateien so ein kleines Wolkensymbol dran. Das geht für alle unter Mac, die diese Schnittstelle benutzen. Und zum Beispiel Dropbox benutzt die auch. Müsstest du also einfach mal schauen, ob die Funktion für den Dateipfad auf deinem SharePoint etwas zurückgibt.